Grüezi und herzlich willkommen bei uns in Klettgau. Klecki, sagen die Leute aus der Region, dem schönen Flecken Erde. Die Gegend ist bekannt für die Landwirtschaft und vor allem für ihren Weinbau. Da bei uns liegt der grösste zusammenhängende Rebberg der Ostschweiz. In dieser malerischen Region hat das Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt ein Heim gefunden. Sonnmatt ist nicht ein Alters- oder Pflegeheim im herkömmlichen Sinn. Es ist ein Ort für Menschen, die eine Langzeiterkrankung haben. Unser Haus, mitten in der wunderschönen Natur gelegen, ist gebaut worden, um Menschen mit einer psychischen Behinderung ein Zuhause zu geben. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mir Ihnen Sonnmatt und die einzelnen Wohnformen von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern vorstellen können. Das Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt bietet Platz für 108 Bewohnerinnen und Bewohner. Im Moment ist der jüngste 24 und die älteste 104 Jahre alt. Allein diese Tatsache macht deutlich, dass wir Menschen begleiten, die nicht einfach wegen dem Alter bei uns sind. Es sind Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, die bei uns ihr Zuhause gefunden haben. Viele von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern haben kein einfaches Leben gehabt. Sie sind an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden, zum Teil ausgeschlossen und ausgelacht. Sie haben schon viel Institutionswechsel hinter sich und sind bei uns jetzt an einem Ort, wo sie einfach mal dürfen sein, wo sie dürfen bleiben. An einem Ort, wo sie nicht schon wieder irgendetwas mühend erreichen oder irgendjemandem mühend genügen. Bei uns dürfen sie ihr Leben einrichten und Wurzeln schlagen. Wir geben ihnen dabei so viel Begleitung und Unterstützung, wie sie brauchen. Gleichzeitig können sie aber auch so viel Freiheit erleben, wo ihnen möglich ist und ihnen zusteht. Das gilt für alle Lebensphasen. Sollte sich bei uns zum Beispiel einmal jemand auf der allerletzten Wegstrecke von dem Leben befinden, so setzen wir alles daran, dass er oder sie eine einfühlsame Sterbebegleitung zur Seite hat, wo nach Möglichkeit auch die Angehörigen mit einbezieht. Das ist die Art, wo wir in der Sonnmatt leben wollen. Und wo die Sonnmatt letztendlich ausmacht. Menschen ein Zuhause geben. Ein Zuhause, das ihrem Leben entspricht. Ihnen helfen. So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das betrifft alle Bereiche von ihrem Leben. Medizinische Hilfe, Freizeitgestaltung oder persönliche Vorlieben. Und wir wollen diesen Menschen ihre Würde geben. Damit sie spüren, ich habe Qualitäten, ich bin jemand, ich habe selber etwas. Die Wohngruppen sind das eigentliche Herzstück der Sonnmatt. Die Grundidee ist die, dass wir nicht einfach einen langen Gang haben, wo sich Zimmer um Zimmer aneinander reiht. Stattdessen haben wir bewusst soziale Einheiten gebildet. Das ist für unsere Bewohner besonders wichtig, damit sie nicht isoliert sind. Jede Wohnung hat zwei Badzimmer, drei Einerzimmer und zwei Doppelzimmer. Es leben also immer sieben Menschen zusammen. Sie essen miteinander, sie können zusammen die Stube brauchen, Spiele machen, Fernsehen schauen oder den Balkon geniessen. Auf die persönlichen Freiheiten legen wir aber genauso Wert. Jeder kann sich in sein persönliches Zimmer zurückziehen. Im Kühlschrank hat jeder ein eigenes Fächli und es hat eine Herdplatte, wo man sich auch einmal etwas selber wärmen kann. Das Wichtigste bleibt aber, dass unsere Bewohner, wenn immer möglich, können in Gemeinschaft sein. Das Essen zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Teil von jedem Tag, wo viel soziale Kontakt stattfindet. Man essen darum nicht im grossen Speissaal, sondern ebenfalls in diesen kleinen Wohneinheiten. So wird das Leben miteinander in einer kleinen Gruppe und in der Struktur einer Wohnung möglich. Wir haben gemischte Wohngruppen. Dann teilen sich zum Beispiel die Frauen das eine Badzimmer und Männer das andere. Es gibt aber auch reine Frauen- oder Männerwohnungen. Je nachdem, wie und wo sich jemand wohlfühlt, können wir innerhalb von unseren Wohngruppen einen entsprechenden Platz anbieten. Die Wohnungen sind im ganzen Haus gleich konzipiert. Sowohl in der geschützten als auch in der offen geführten Abteilung. Das heisst, die Grundfläche ist immer die gleiche. Man findet das Badzimmer oder die Stube immer am gleichen Ort
und die einzelnen Zimmer sind genau gleich angeordnet. Das hat einen einfachen Grund. Wenn Personen von einer Abteilung in die andere wechseln, dann ist die neue Umgebung gar nicht so viel anders wie die voran. Das ist eine grosse Hilfe, damit sich die Leute zum Beispiel mit Demenz oder anderen hirndegenerativen Erkrankungen besser zurechtfinden und sich schneller zuhause fühlen. Unsere Pflegestation gleicht den Stationen, wo man in herkömmlichen Wohn- und Pflegeheim findet und ist sehr funktional aufgebaut. Wir haben Zweierzimmer gemacht. Im Bewusstsein, dass das heute nicht mehr so üblich ist. Aber wir sind überzeugt, dass es für die Krankheitsbilder, die unsere Bewohner haben, das genau Richtige ist. Hochdemente Leute vereinsamen nämlich in der Regel ganz stark, wenn sie allein und isoliert sind. Dadurch, dass sie bei uns das zweite Einzimmer teilen, haben sie ständig einen sozialen Kontakt. Sie können mit jemandem reden, können sich auf jemanden einlassen, haben Anreize und müssen sich nicht allein gelassen fühlen. Die Station beherbergt 24 Personen. Für sie haben wir für einen weiträumig geschützten Rahmen sorgen. Das heisst, die Eingangstüre zur Pflegeabteilung ist geschlossen, aber innerhalb von dem Bereich ist bis und mit dem Garten alles frei zugänglich. Geschlossen heisst bei uns nicht, dass wir die Bevölkerung von aussen schützen müssen und darum unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht rauslassen können. Die geschlossene Abteilung ist für sie vielmehr ein Eigenschutz. Gerade Menschen mit einer hirndegenerativen Erkrankung brauchen den besonderen Schutz. So können wir zum Beispiel verhindern, dass sich jemand plötzlich irgendwo im Wald wiederfindet und nicht mehr zurückkommt, weil er sich nicht orientieren kann. Oder dass jemand in Unterwäsche bei Minustemperaturen rausgeht und sich eine Verkältung oder gar eine Verfrierung zuzieht. In jedem Zimmer ist eine funktionale Nasszelle eingebaut, wo man schwellenlos die Dusche benutzen kann und dank einer Schiebetür auch mit dem Rollstuhl gut hineinfahren kann. Diese Infrastruktur erlaubt uns, auch stark behinderte oder ältere Menschen eine gute Grundpflege zu gewährleisten. Auch bei der Planung der restlichen Infrastruktur in dieser Station ist es immer unser Ziel gewesen, die uns anvertrauten Menschen möglichst gut und professionell zu pflegen. Darum ist das grosse Bad auch so eingerichtet, dass man mit einem Bett direkt hineinfahren und die betreffende Person möglichst beschwerdefrei in die Badwanne kommt. Das Wasser dient übrigens nicht immer nur der Reinigung, sondern auch der Entspannung. Ein warmes Bad, ein bisschen Öl und ruhige Musik. Ich kann Ihnen sagen, manchmal ist das genau das Richtige zum oben runterfahren und wieder zu Kräften kommen. Jedes Zimmer von der Pflegestation hat einen direkten Ausgang über Balkontüren in den Garten, sodass man auch hier die gepflegte Gartenanlage sehr gut nutzen kann. Das eigentliche Highlight von vielen Bewohnern und damit ein wesentlicher Teil von dieser Station ist aber der Wintergarten, den wir nachträglich bauen haben. Wir haben gemerkt, dass unsere Bewohner sehr gerne in Gesellschaft sind. Und insbesondere, dass sie gerne Anteil nehmen an dem, was rundum passiert. Das Wetter, das rundum geht, die Menschen, die sich auf der Strasse hin und her bewegen, oder die draussen sind. Mit dem Wintergarten können unsere Bewohner am alltäglichen Leben teilnehmen, weil sie mitten im Geschehen draussen sitzen. Auch wenn der Kopf vielleicht nicht mehr ganz mitmacht, können sie doch mit ihren anderen Sinnen, mit den Augen, mit der Nase und mit ihrem Gehör ihre Umgebung wahrnehmen. Wenn man in die Mitte von jeder Wohnetage schaut, dann findet man dort jeweils die öffentliche Zone. Sie besteht aus einer grossen Stube, wo alle Leute von der gleichen Etage zusammenkommen können. Weiter hat es auf jedem Stock einen Pflegebereich, bestehend aus einem Stationszimmer und einem grosszügigen Pflegebad. Und es hat einen extra Raucherraum, weil das Haus zwar grundsätzlich rauchfrei geführt ist, aber die Raucher sollen auch zu ihrem Recht kommen. Rund um die öffentliche Zone sind dann auf jeder Etage 6 Wohnungen angeordnet. Viele von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sind im erwerbsfähigen Alter. Darum ist das Arbeiten in der Werkstatt ein ganz wichtiger Teil unserer Tagesstruktur und hat für viele einen höheren Stellenwert. Für Menschen mit einer Behinderung ist es ganz wichtig, dass sie immer wieder Wertschätzung spüren. Sie wollen sehen, dass das, was sie mit ihren Händen machen, auch etwas wert ist. Dass man sich auch einsetzen und brauchen. Vielen hilft das, ihren Selbstwert wieder neu aufzubauen. In der Werkstatt probieren wir mit einfachen Mitteln und Arbeiten den Menschen wieder Halt zu geben.
Wir tun sie motivieren, nicht nur den ganzen Tag rumzusitzen und ihren Gedanken nachzuhängen, sondern sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Fürs Arbeiten tun wir darum auch Sackgeld auszahlen. Es geht darum, dass die Menschen eine Motivation überkommen und eins zu eins sehen, dass ihre Arbeit einen realen Wert hat. Und wenn es nur ein paar Franken sind, wo sie am Ende der Woche zusätzlich überkommen, so ist es doch etwas, wo sie selber erarbeitet haben und nicht einfach von aussen dazukommt. Ein Teil von diesen Produkten, die wir herstellen, findet man in bekannten Warenhäusern. Trotzdem, wir sind immer wieder auf viel Wohlwollen von den Leuten angewiesen, die uns Arbeit zuheben, weil unsere Bewohner nicht einfach auf Knopfdruck ganz viel Arbeit erledigen können. Aus dem Grund müssen wir unsere Aufträge auf lange Zeit raus können planen und verteilen. Neben dem Arbeiten unternimmt die Werkstatt regelmäßig etwas mit ihren Mitarbeitenden. Grössere Spaziergänge oder zur Abwechslung einmal ein Servalabrötchen im Wald. So wird der Alltag aufgelockert und besteht neben der Arbeit auch aus Geselligkeit, Zusammensein und sozialen Erlebnissen. Wir sind überzeugt, dass es das unbedingt braucht, damit Menschen in der Sunmat einen Sinn fürs Miteinander und ein Gefühl von zuhause können entwickeln. Ein weiterer Ort, wo das Zusammenkommen eine grosse Rolle spielt und viele Begegnungen stattfindet, ist das Foyer. Menschen aus den verschiedensten Abteilungen, Bewohner und Mitarbeiterschaft, also zum Beispiel Leute aus der Küche, der Pflege oder der Wäscherei, sie alle treffen da aufeinander. Jeden Freitag ist da übrigens der Ort, wo die Leute aus der Werkstatt ihr verdientes Geld abholen können. Das Foyer ist der Haupteingang. Für alle, die ins Heim reinkommen, jemanden besuchen oder sich sonst irgendwie dafür interessieren. Da kommt man einen ersten Eindruck von unserem Haus und unserem Alltag über und kann sich informieren, was wo ist. Gerade neben dem Foyer hat es einen grossen Mehrzwecksaal. Er steht ganz im Zeichen von der Freizeitgestaltung und der Gemeinschaft im Haus. Darum haben wir ihn auch ganz bewusst multifunktional gestaltet. Je nach Situation kann man drei Trennwände reinziehen oder rausnehmen. Unser grosser Saal ist kein Speissaal im traditionellen Sinn, sondern bietet Platz für spezielle Anlässe, wie ein Sommerfest, ein Tanzball oder ein Adventsfeier. Wenn wir viel Platz brauchen, dann kommen wir hier zusammen und können auch mit Angehörigen und Gästen feiern. Wir haben aber ganz bewusst darauf verzichtet, einen grossen Speissaal zu machen, wo jeden Tag viele Leute auf einmal zusammen essen. Wie wir bereits erklärt haben, findet der Teil vom alltäglichen Leben bewusst in den kleinen Einheiten der Wohnungen und der Pfleggruppe statt. Im vorderen Teil vom Saal ist unsere Cafeteria fix eingerichtet, wo unsere Bewohner nach dem Feierabend noch einen Kaffee trinken und gemütlich zusammensitzen. Das Angebot wird eher im Winter gern genutzt, weil im Sommer viele Leute lieber auf dem Aussenplätzchen vor dem Haus hückeln. Die Cafeteria ist ein Teil der Freizeitgestaltung. Es ist zwar kein öffentliches Kaffee, aber selbstverständlich können Leute, die Bewohner besuchen können, hier gerne einen Kaffee nehmen. Im nächsten Teil vom Saal, wo normalerweise abtrennt ist, findet sicher einmal im Monat eine Kinovorführung statt. In der Regel werden bekannte Heimatfilme wie Uli der Knecht oder Uli der Pächter gezeigt. Zwischendrin flimmert aber auch mal ein Actionheld wie der James Bond über die Leinwand oder es werden grössere Sportevents übertragen. Sogar einzelne Konzerte haben wir schon dürfen veranstalten. Für so Abwechslungen stellen wir unsere Infrastruktur jeweils gern zur Verfügung. Ein wichtiger Bereich, der ebenfalls den Gemeinschaftssinn fördert und für viele einen festen Bestandteil von ihrer Freizeitgestaltung ausmacht, ist die Aktivierung. Sie findet im schön eingerichteten Abteil vom Mehrzwecksaal statt und ist als Ergänzung zu der Pflege gedacht. Die Aktivierung fördert erstens die geistige Beweglichkeit und erhält zum Zweiten die körperlichen und geistigen Ressourcen, die bei jedem Einzelnen vorhanden sind. Die Aktivierung allein ersetzt aber natürlich nicht zum Beispiel die Frische, die man durch Bewegung oder das Verweilen draussen in der Natur überkommt. Für das hat Sunmat einen gross angelegten Garten mit einem Laufweg. Beim Spaziergang kann man jederzeit beim hauseigenen Streichelzoo Halt machen oder für eine kleine Pause auf einem der Bänkli verweilen.
Weil einige von den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht mehr so mobil sind, bietet mir neben der privaten Umgebung auch viele andere Dienstleistungen aus dem täglichen Leben direkt in so ein Mat an. Es gibt zum Beispiel einen Coiffeursalon für die Leute, die wegen ihrer Krankheit das Haus nicht mehr verlassen können. Aber auch eine Pediküre oder ein Besuch am Kiosk sind bei uns direkt im Haus möglich. Weiter gibt es einen Gymnastikraum, wo die Möglichkeit für allgemeine Bewegung, aber auch gezielt für Physiotherapie bietet. Für kleinere Kochgruppen gibt es im Freizeitraum eine Küche, wo neben den üblichen Mahlzeiten auch mal etwas Eigenes zubereitet werden kann. Es ist gleichzeitig der Raum, wo die Mitarbeitenden ihre Pause können verbringen. Und dann gibt es noch diverse Schulungsräume, wo in der Regel Besprechungen unter den Mitarbeitenden, Rapport oder Weiterbildungen stattfinden. Sie bietet aber auch Platz für einzelne Aktivierungsgruppen oder externe Anlässe. Es hat sogar schon mal gegeben, dass einer von diesen Räumen kurzerhand zu einer Disco für die Bewohner umfunktioniert worden ist. Trotz dem riesigen Angebot von verschiedenen Räumen und Dienstleistungen können aber auch wir nicht jeden einzelnen Wunsch innerhalb der Sunmat erfüllen. Etwa einmal kommt es darum vor, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner auch Besorgungen außerhalb machen oder auswärtige Termine wahrnehmen. Wenn jemand keine Angehörige hat oder niemand sonst zur Verfügung steht, dann organisieren wir den Fahrdienst dafür. Eine der grössten Abwechslungen außerhalb der Sunmat überhaupt sind die Ferienwochen in unserem Ferienhaus in den Flumser Berg. Manche freuen sich schon das ganze Jahr über, bis sie wieder die Reise in die Berge in Angriff nehmen können. In der Ferien selber wird viel gespielt, sicher mal eine Wanderung unternommen oder einfach zusammen die atemraubende Aussicht genossen. Der gewohnte Tagesablauf ist für einmal weit weg und man darf die Abwechslung in vollen Zügen geniessen. Nicht nur in den Ferien, sondern auch im normalen Alltag probieren wir den Menschen von der Sunmat Genussmoment zu ermöglichen. Wir glauben nämlich, dass das ein besonderer Weg zu der Seele ist, wo auch körperliche oder geistige Hürden kann überwinden. Die Küche hat darum auch eine viel umfassendere Aufgabe, als nur das Essen auf den Tisch zu bringen. Viele von unseren Bewohnern haben Wahrnehmungsstörungen oder ihre Sinn sind beeinträchtigt. Gerade darum hat das Essen eine ganz besondere Bedeutung. Es ist etwas, wo die meisten noch geniessen können und auch in vollen Zügen sollen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Ernährung der Bewohner ausgewogen ist. Die Küche steht jeden Tag vor der Herausforderung, einen Mittelweg zwischen Qualität und Quantität zu finden. Die Tatsache nehmen unsere Spezialisten mit dem Kochlöffel sehr ernst. Alles, was die Küche von der Sunmat verlässt und den Weg auf den Teller der Leute findet, ist selber gemacht und besteht ausschließlich aus frischen Produkten. Wir halten den Anspruch an die Qualität von unserem Essen bewusst hoch. Weil wir wissen, wenn es die Leute geniessen können, dann geht es ihnen auch grundsätzlich gut. Unser Sekretariat ist ein Dienstleistungszentrum für den gesamten Betrieb. In erster Linie ist es für die Heimbewohner da und übernimmt alle administrativen Arbeiten, die sie nicht mehr selber erledigen können. Da ist zum Beispiel der Kontakt mit Ämtern, der Einkauf von bestimmten Produkten oder die Verwaltung vom Sachgeld. Weil es uns wichtig ist, dass man sich in der Sunmat möglichst frei und ungestört bewegen kann, haben wir die Logistik fast vollständig verborgen. Anlieferungen für die Küche und für die Werkstatt oder Grossmaterialien für den Pflegebereich, das alles wird über den Personaleingang abgewickelt, wo es auch extra Parkplätze für Mitarbeiter und Lieferanten gibt. So bleibt der Haupteingang immer frei für Besucher und Bewohner, die ein- und ausgehen. In unserer hauseigenen Wäscherei werden sämtliche Kleider und persönliche Effekte von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern gewaschen, geflickt, ausgelassen, eingenommen, so wie sie es eben gerade brauchen. Jede Person hat ein eigenes Kistchen, wo ihre Sachen für die Wäsche eingesammelt werden. Zweimal in der Woche werden sie dann wieder verteilt und auf der Abteilung in persönliche Kasten hineingekommen. Weil viele von unseren Bewohnern keine oder wenig Angehörige haben, und die meisten durch eine Amtsvormundschaft betreut sind, sind wir auch dafür zuständig, um mit ihnen Kleider und Schuhe zu kaufen. Oder wenn der Körperumfang angewachsen ist, vielleicht auch einmal ein Kleidungsstück anzupassen. Das alles macht bei uns Garderobiere.
Sie ist hauptverantwortlich dafür, dass unsere Bewohner, egal ob im Sommer oder im Winter, entsprechend Kleider haben. Und sie schaut, dass Bewirtschaftung von allen persönlichen Effekten funktioniert. Damit wir in der Wäscherei zum Beispiel kein Durcheinander überkommen, müssen sämtliche Kleidungsstücke angeschrieben sein, sodass wir sie jederzeit wieder zuordnen können. Für weitere persönliche Gegenstände gibt es ein Effektenlager. Weil der Platz dafür in den Zimmern nicht riesig ist, wir aber doch Bewohner haben, die über längere Zeit bei uns sind, müssen sie die Möglichkeit haben, gewisse Sachen auch außerhalb von ihrem Zimmer aufzubewahren. Da können Kleider sein, ein Möbel oder ein Fernseher, wo im Zimmer keinen Platz mehr findet. Die Vielseitigkeit der Aufgaben der Garderobiere steht damit sinnbildlich für das Engagement, wo in so einem Matt Tag für Tag gelebt wird. Da geht es weder um starre Arbeitsabläufe noch um abtrennte Aufgabenbereiche. In allererster Linie geht es um Menschen mit psychischen Auffälligkeiten. Menschen am Rand der Gesellschaft, die es zuhause überkommen. Ein zuhause, wo sie einfach dürfen sein und bleiben so, wie sie sind. Ein zuhause, wo sie so viel Unterstützung überkommen, wie sie brauchen, gleichzeitig aber so viel Freiheit können haben, wie sie sich wünschen. Und ein zuhause, wo sie dürfen Wurzeln schlagen und spüren, ich bin jemand. Darum ist die tägliche Arbeit in der Sulmat für die Mitarbeiter nicht einfach ein Job, sondern eine Grundhaltung. Eben ein richtiges Engagement. Immer wieder neu. Weil jeder Mensch verdient hat, dass jemand anderes für ihn da ist und ihm mit Respekt und Achtung begegnet. In dem Sinn, ein herzlicher Gruß aus dem Kleggi und machen Sie es gut.